Wunsch, in einem jungen Menschen was Besonderes zu sein oder die besondere zündende Idee zu haben, dieser Wunsch allein, der ist uninteressant. Der Wunsch, ich will ein toller Unternehmer werden, alleine ist uninteressant. Das, was interessant ist natürlich, wenn du ein Produkt erfindest, was andere brauchen. Und insofern muss man sich immer fragen, was fehlt. Also nicht, was will ich, sondern was wird gebraucht. Und das Mannesmann-nahtlose Rohr war eben gebraucht. Und wenn man irgendwie ein gesundes Verhältnis hat von seiner Selbstsicht, was und was kann ich beitragen, also so ein Ehrgeiz, der gerichtet ist in irgendwie ein Beitragen, was wird gebraucht, dann ist das ein Selbstgänger. Das wird dann, das ist, wenn das ehrlich gebraucht ist, dann, und man da hat da einen Beitrag zu, dann ist das erfolgreich und wirklich across the board, ne, in Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und all das ist möglich in Remscheid. Denn ich bin Wolfgang Tillmanns und wir sind Remscheid. Remscheid, eine Großstadt im Bergischen Land, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, im Land Deutschland, auf dem Kontinent Europa, auf dem Planeten Erde, im Sonnensystem Sol, in der Galaxie der Milchstraße, im Universum. Nach einem heißen Anfang lag Remscheid wie die ganze Welt unter Wasser. Während sich der Rest des Festlandes schon aus dem Meer erhob, wanderte Remscheid unter Wasser vom Äquator nach Norden. Als Remscheid endlich das Tageslicht erblickte, flüchtete es in die Berge, um nie wieder unter Wasser zu sein. Im Bergischen erschienen die ersten Menschen während der Eiszeit. Allerdings hinterließen sie keine dauerhaften Siedlungen, sondern jagten dort nur. Oder wurden gejagt. Auch aus den nächsten Jahrtausenden gibt es praktisch keine Anzeichen von Ansiedlungen. Selbst die Römer, die sonst jeden Felsen eroberten, begaben sich lieber in andere Gebiete. Dies setzte sich fort. Die dichte Bewaldung und das bergische Wetter verhinderten lange Zeit jegliche Versuche der Besiedlung. Als erstes wagten sich vereinzelte Sachsen hinein, die ihre Höfe inmitten der Wälder mit Hecken, den sogenannten Hagen, schützten. Diese Bezeichnung spiegelt sich bis heute in einigen Namen wie Rheinshagen oder Hohenhagen wider. Für die Bauern war der Boden nicht gerade ergiebig, aber es gab Erze dicht an der Oberfläche, und mit Hilfe der aus dem Holz gewonnenen Kohle wurde hier die Grundlage der Eisenindustrie gelegt. Klein, aber fein. Erst nachdem Karl der Große Sachsen 775 besiegte und der vermehrt fränkische Adelige in die eroberten Gebiete schickte, um neue Verwaltungssitze einzurichten, entstanden die ersten größeren Ansiedlungen. Mit dem Machtaufstieg des Kölner Erzbischofs fiel das bergische Gebiet unter dessen Einfluss. Dieser belehnte Adolf I. mit der Grafschaft Berg. Sein Sohn Adolf II. Suchte dann nach einem Standort für eine Burg, den er auf einem Bergsporn über der Wupper fand. 1216 wurde Engelbert II. Erst Erzbischof von Köln und zwei Jahre später auch Graf von Berg. Das Volk liebte ihn. Der Adel hasste ihn so sehr, dass sie ihn ermordeten. Damit ging die Herrschaft an das Haus Limburg über, aus dessen Wappen der doppelschwänzige Löwe bis heute überlebt hat.
Der neue Graf brauchte aufgrund vielfältiger Streitigkeiten im Osten eine befestigte Stadt, Lennep, das hierdurch die Stadtrechte bekam und damit zu einer der ältesten Städte hier im Bergischen Land wurde. Wie alt genau, ist nicht ganz klar, da 1325 die Stadt inklusive der Stadturkunden bis auf die Grundmauer abbrannte. Als 1380 die Grafschaft Berg zum Herzogtum erhoben wurde, hatten die Herzöge von Berg endlich einen Grund, das Bergische Land und sein Wetter zu verlassen und zogen nach Düsseldorf. Inzwischen hatte sich im Bergischen das Handwerk weiterentwickelt. Im Remscheider Gebiet entstanden die ersten Schmieden und Wasserhämmer und Lennep wurde als Tuchmacherstadt bekannt. Zur Zeit der Deutschen Hanse war Lennep sogar Hansestadt, da sie an der Handelsroute von Köln in Richtung Lübeck lag. . 1805 trat dann der letzte Herzog von Berg, inzwischen auch Kurfürst von Bayern, Maximilian Joseph, das bergische Gebiet an Napoleon ab, um König von Bayern zu werden. Die Franzosen und später die Preußen organisierten erstmal alles um. Remscheid wurde Stadt, Lennep allerdings nicht. Mit der Übernahme durch die Preußen 1815 gehörte Remscheid wiederum zum Landkreis Lennep ohne Stadtrechte. Die bekam Remscheid 1856 wieder aufgrund seiner Einwohnerzahl, Lennep und Lüttringhausen erst auf Antrag. Unabhängig wurde Remscheid dann 1888. Das 19. Jahrhundert stand unter dem Zeichen des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Der 1845 in Lennep geborene Wilhelm Konrad Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Auch entstanden einige Unternehmen in Remscheid, die weltweite Bedeutung erlangen sollten. Die Gebrüder Mannesmann revolutionierten mit ihren neuen nahtlosen Röhren den Markt und erlangten sogar Bergbaurechte in Marokko vom Sultan persönlich. Im gleichen Jahr begann mit der Erfindung des Gasbadeofens durch Johann Weiland der Aufstieg seiner Firma Weiland, die damit die Badezimmerkultur für immer veränderte. Zwar war Remscheid bereits seit 1868 ans deutsche Schienennetz angeschlossen, allerdings fehlte eine direkte Verbindung nach Westen. 1890 erhielten Remscheid und Solingen die Unterstützung der Regierung für eine Brücke über die Wupper. Diese wurde zum 100. Geburtstag des ersten deutschen Kaisers 1897 fertiggestellt und ist bis heute die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. 2 Jahre später befuhr Kaiser Wilhelm II. Die Münchner Brücke während eines persönlichen Besuchs in Remscheid.
for you, for you. By my bed for you, hang now, hang now. Ooh, you know it is frightening. We'll be right back.
Liebes Tagebuch oder wie man das so sagt. Warum auch immer sitze ich hier jetzt mit einem Notizbuch und schreibe einfach so. Wie soll man sagen? Schwere Zeiten? Virus, Infizierte, Panik, Hamsterkäufe, Ausgangssperre, Homeschooling. Mittlerweile gibt es sogar schon wieder die eine oder andere Lockerung. Wir alle kennen das mittlerweile in- und auswendig. Die 1,5 Meter Abstand hält man von automatisch. Um mit einer ständig beschlagenen Brille im Bus zu sitzen oder an der Supermarktkasse zu stehen, ist nicht mehr ganz so aufregend. Das gehört jetzt zum Alltagstrott. Und ich muss schon sagen, bis das aufhört, fließt vermutlich noch viel Wasser in den Rhein runter. Wasser. Ja, das wäre schön. Einfach ein Fisch sein und den ganzen Kram mal einen Tag lang vergessen. Vielleicht macht einen das ja irgendwie glücklicher. Einen Ausgleich findet man gerade eher schlecht. Weißt du, so ein Fisch hat's leicht. Der kriegt von all dem Stress gar nichts mit. Aber ich bin vage, also vergessen wir es. Anfangs war das ja total komisch. Mit all den neuen Regelungen fühlte man sich total beschränkt. Und das Thema wurde doch ernster, als man dachte. Zahlen stiegen in die Höhe. Im näheren Umkreis hörte man aber eher weniger davon. Dennoch, in allen Medien gab es nur noch ein Thema. Corona. Wer das tagtäglich gesehen hat, der hatte Panik. Also habe ich es gelassen und habe mir Gedanken gemacht, warum und ob die Panik davor nicht manchmal schlimmer ist als die Sache selbst. Was anderes tun, als zu Hause zu sitzen und spazieren zu gehen, war ja eh nicht möglich. Also warum sollte man sich Angst machen? Aber da fällt einem gerne die Decke auf den Kopf. Und über alle möglichen Verluste nachzudenken, hat meine Laune nicht gerade verbessert. Das Leben lief einfach in die andere Richtung, seit alles begonnen hat. Es soll einfach aufhören. Ich glaube, das dachten viele, aber es ändert sich gerade nichts. Also müssen wir jetzt damit klarkommen, kriegt man wohl hin. Ich habe weitergemacht und bald waren die Gedanken etwas positiver. Ich habe Songs geschrieben und mit Zeit und Lockerungen hat man auch mal das eine oder andere Gesicht gesehen. Denn das war eigentlich das größte Problem. Es gab halt einfach nichts zu lachen und nie was Neues zu berichten. Andersherum betrachtet ist ganz schön viel passiert, aber nichts, wovon man sonst erzählt hätte. Vielleicht ist genau das der Punkt. Man nimmt die kleinen Dinge nicht mehr gut genug wahr. Kleiner denken, weniger erwarten, dann sieht alles besser aus und mit Zeit kann es ja wieder wachsen. Also schreibe ich es mal hier auf. Ich muss kein Fisch sein für einen Perspektivenwechsel.
toxic when you are so for me. Feel your pressure on your skin beneath the sheet. Make me grow when your legs are open wide. Feel your touch, every finger down my spine. So, weiter geht's. Wie war das? Die Welt dreht sich weiter. Aber gerade steht doch alles still, nichts bewegt sich. Man hat ständig das Gefühl, festzusitzen. Und das tun wir ja auch, zu Hause sitzen. Allein das Gefühl, nicht mehr machen zu können, was man will. Allein das Wissen, dass die Grenzen dicht sind, ist so beschränkend. Obwohl man immer noch Möglichkeiten hat, fühle ich mich nicht frei. Ich schätze, das ist auch wieder so ein Perspektivending. Mensch, wo soll man denn anfangen? Es ist nicht so leicht. Da hat man den Plan, was zu ändern, aber keine Ahnung wie. Oder doch? Wenn man einfach anfängt, müsste es doch leichter sein. Was hält mich denn fest? Eigentlich doch bloß der Gedanke daran. Klar, man hat andere Grenzen gesetzt, aber darunter kann man dennoch seinen Weg gehen. Halt etwas heimlicher und im kleineren Kreis. Jetzt ist doch gerade mal Zeit, sich neue Ziele zu suchen und mal seiner inneren Stimme zu lauschen. Ich-Zeit ist irgendwie was Besonderes, irgendwie wertvoll. Denn jetzt mal ehrlich, wir denken so viel an andere, wenn wir uns selbst dabei vergessen, fällt uns meist gar nicht auf, dass wir unser Leben bereits für wen anderes leben. Wenn ich in meinem Leben nicht das Wichtigste bin, wo ist es dann mein Leben? Vielleicht sollten wir uns von all dem Stress einfach verabschieden und loslassen. Wenn man das Gewicht, was einen runterzieht, freilässt, lernt man vielleicht auch zu fliegen. Aber dafür muss ich kein Vogel sein, keine Biene, kein anderes Wesen. Weißt du, so eine Hummel, rein physikalisch sollte sie eigentlich nicht fliegen können. Aber das weiß sie nicht, also macht sie es einfach. Loslassen heißt auch, einfach mal den Kopf abzuschalten und weniger nachzudenken. Öfter einfach drauf loszurennen. Wenn wir uns den Kopf an der Wand aufschlagen, haben wir auch was gelernt. Wir sollten jetzt jede Chance nutzen, um weiterzumachen. Denn diese Motivation zu haben, wird uns das Gefühl geben, was geschafft zu haben, wenn wir zurückblicken und nicht nur auf dem Sofa saßen.
Im Moment leben ist nicht so schwer. Machen wir was Neues draus. Morgen ist auch schon ein Tag in der Zukunft. Wenn ich jetzt was tue, dann kann ich morgen woanders weitermachen. Also geh raus und fang an, Mädchen. Thank you.
Berlin, 13. Mai 2020, 10.30 Uhr, Kaffee 2, Zigaretten 0. Heute, seit genau 2 Monaten, ist das Theater zu, die Bühne leer und ich zu Hause. 2 Monate. 15. Mai 2020, 9 Uhr, Kaffee 8, Zigaretten 0. Anruf bekommen, ob ich am 13. Juni in Remscheid bin, mitmachen möchte bei der Werkshow von Hashtag 5630. Klar, du kannst machen, was du willst.
Schweißausbruch, Kreativitätsdruck, was ich will, ja. Was will ich überhaupt? Keine Ahnung. Absurd, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, wenn mir jemand das anbietet, was mir seit 2 Monaten fehlt. Eine Bühne. Und dann noch die Bühne, auf der ich schon den kleinen Gartenzwerg bei Patterson und Findus gespielt habe, auf der ich mein Abiturzeugnis bekommen habe, auf der ich mit meiner damaligen Band gespielt habe. Keine Ahnung. Hab dann angeboten, was zu schreiben. Super, ja, schreiben, immer gut. Schreib was, ich schreib was. 20. Mai 2020, 8.36 Uhr, Kaffee 1, Zigaretten 0. 2. Juni 2020, 8.40 Uhr, Kaffee 4, Zigaretten 0 und ich sollte mal langsam anfangen zu schreiben. 3. Juni 2020, 9.30 Uhr, Kaffee 1, Zigaretten 0. 5. Juni 2020, 8.25 Uhr, Kaffee 2, Zigaretten 0 und die einzige Erkenntnis, die ich nach 4 Tagen gewinne, ist, dass ich morgens nicht rauche. 6. Juni 2020, 10.01 Uhr, Kaffee 6, Zigaretten 0 und ich versuche immer noch was zu schreiben. Irgendwas, na, also gut, nicht irgendwas, schon was mit Gehalt, Inhalt, Ratschlag, eventuell Botschaft. Seit 6 Jahren in Berlin, ein bisschen Theater gespielt, ein paar Filme gemacht und dann zurück nach Remscheid kommen und dann die große Botschaft verkünden. Ich lache mich schlapp. Ich schäme mich vor mir selbst. 7. Juni 2020 und die Uhrzeit ist egal und Kaffee habe ich aufgehört zu zählen, wie die Ereignisse der letzten Tage, Wochen, Monate, Lockdown, Quarantäne, Risikogruppe, Arbeitslosigkeit, systemrelevant, Zoonose, Klatschen für das Krankenhauspersonal, Hungersnot in Afrika. 47 Kinder aus Moria werden nach Deutschland geholt, 10.000 Spargelhelfer werden eingeflogen. Menschen trinken Bleichmittel, veganer Koch bewaffnet sich gegen Bill Gates. 27 Jahre Brandanschlag von Solingen. 100 Tage Hanau. George Floyd. Massenproteste. Dies sind nur ein paar Schlaglichter der Ereignisse der letzten Monate. Es scheint mir angesichts dessen unmöglich zu schreiben. Zu schreiben über meine Situation, meine Befindlichkeit. Klar, ich bin traurig, dass ich meine Freunde nicht sehen kann, keinen richtig umarmen kann, nicht ausgehen, arbeiten, spielen zu können, dass die Grenzen zu sind und ich vielleicht dieses Jahr nicht so in den Urlaub kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Doch die Menschen in Moria oder vor allem für die, die es nach Moria geschafft haben, für die sind die Grenzen immer zu. Ich gehöre weder zur Risikogruppe noch zu einer diskriminierten Bevölkerungsgruppe, die sich seit Jahrzehnten vor rechten Terror und struktureller Stigmatisierung oder vor polizeilicher Gewalt fürchten muss. Ich bin nicht betroffen. Jetzt nicht und vor der Krise war ich es auch nicht. Oder wurde ich schon mal aufgrund meiner Hautfarbe beleidigt, ausgegrenzt? Nee. Wird sich aufgrund meiner Hautfarbe, wird aufgrund meiner Hautfarbe ein großer Bogen um mich gemacht nachts? Nein. Wird sich aufgrund meines Nachnamens über mich lustig gemacht? Ja gut, vielleicht Dassler, Kassler, haha. Aber werde ich aufgrund dieses Nachnamens nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen? Nein. Werden Mitmenschen mit derselben Herkunft, demselben Glauben wie ich seit Jahren von terroristischen Anschlägen ermordet? Nein, nein, nein. Und klar, ich habe auch mal Ausgrenzung erfahren. Aber eher, weil ich keinen Fußball spielen konnte und niemals aus meiner Herkunft oder Hautfarbe begründet. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sexualität und Geschlecht. Heterosexuell, ich bin ein Mann, stehe auf eine Frau, kein Problem. Männlich, überhaupt gar kein Problem. Hab nie dadurch irgendwelche Benachteiligungen oder Ausgrenzungen erfahren. Und jetzt sitze ich hier in Berlin in meiner schicken Altbauwohnung, schreibe dies hier und ich bin nicht betroffen. Aber es macht mich betroffen. Und es ist beschämend. Und es macht mich sehr traurig, dass immer wieder Menschen sterben, verletzt werden müssen, damit dieses Thema in den Vordergrund rückt. Auch bei mir. Ich will diese Menschen nicht vergessen. Und
und dafür sorgen, dass dieses Thema nie wieder in den Hintergrund rückt. Und im besten Fall nie wieder Menschen deswegen sterben müssen. Also was kann ich tun? Vielleicht ist es ja genau dieser empathische Akt. Mich in die anderen hineinversetzen, verstehen, dass ich bis jetzt privilegierter leben durfte als andere. Und jetzt Rücksicht nehmen, zurücktreten, wie ich es in dieser Krise ja auch mache. Ich trage diesen Mundschutz ja ehrlich gesagt nicht für mich, sondern eher für andere, um andere zu schützen, weil ich nicht betroffen bin. Und es heißt vielleicht auch, dass ich mich selbst hinterfrage, meine Denkweise, meine Muster, meine Vorurteile aufbreche. Es heißt vielleicht auch zu erkennen, dass es sehr leicht ist zu sagen, ich bin Antirassismus. Rassismus, das sind die Nazis, die sind böse. Aber es viel schwieriger ist, mich selbst mit einzubeziehen in das Problem. Rassismus, das sind nicht nur die anderen, die Extremen. Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich bin nun mal Teil dieser Gesellschaft. Und das alles zu erkennen, das ist vielleicht auch unangenehm. Ja, vielleicht unangenehm, aber nur dadurch, dass ich mich mit einbeziehe, es mir selbst nicht leicht mache, meine eigenen Vorurteile abbaue, zuhöre, lerne und diesen Perspektivwechsel vollziehe, kann ein vielleicht tatsächlicher Antirassismus stattfinden und eine offene, vielfältige, gerechtere Welt entstehen, in der keiner mehr Angst haben muss und nicht auf seine Herkunft, sein Aussehen, seine Sexualität, sein Geschlecht reduziert wird. In der wir gemeinsam über uns hinauswachsen, weil wir aufeinander achten und voneinander lernen. Gestern, da dachte ich, es verhält sich ähnlich wie mit dem Regen. Regen ist irgendwie auch erstmal unangenehm. Nass, kalt, bäh. Wem erzähle ich das hier in Remscheid? Also schützen wir uns vor ihm. Schützen uns, schirmen uns ab. Aber gleichzeitig gibt es ohne Regen kein Wachstum, keine Artenvielfalt. Kein Leben, nichts Neues kann entstehen. 8. Juni 2020, 6.30 Uhr, Kaffee 1, Zigaretten 0. Heute fahre ich nach Remscheid. Es soll natürlich regnen. Ich freue mich drauf. Und wenn sich der Himmel langsam vertieft, sehe ich sie dort im Regen stehen, im Wasser ihre Seele so wahllos und schön, es spiegelt ihr Leben, beginnt zu verschwimmen, wie Perlen fallen sie aus ihrem Gesicht. Klingt aus dem Wald dieses liebliche Lied. La 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 la. Und wenn es draußen regnet und die Wolken trauern gehen, zieh ich die Regenstiefel an, nur um bei ihr zu stehen. Und wenn es draußen regnet, hol ich die Taschentücher raus, seh den Glanz in ihren Augen, es leuchtet wieder auf. Und wenn es draußen regnet und die Wolken trauern gehen, zieh ich die Regenstiefel an, um sie wieder zu sehen. Und wenn es draußen regnet, nehm ich sie in den Arm und halt sie ganz fest an mich, bis die Wolken weiterziehen.
dieses Mädchen unten im Wald, ihr Lachen durch die Täler schallt. Und wenn sich der Himmel langsam vertieft, seh ich sie dort im Regen stehen, ihre eigene Springflut so wahllos und schön. Schön vor Lebensfreude fast unterzugehen. Es glitzert und funkelt wie Morgentau. Dann färbt sich der Himmel in tiefen Grau. La 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 la. Und wenn es draußen regnet und die Wolken trauern gehen, zieh ich die Regenstiefel an, nur um bei ihr zu stehen. Und wenn es draußen regnet, hol ich die Taschentücher raus, seh den Glanz in ihren Augen, es leuchtet wieder auf. Und wenn es draußen regnet und die Wolken trauern gehen, zieh ich die Regenstiefel an, um sie wieder zu sehen. Und wenn es draußen regnet, nimm ich sie in den Arm und halt sie ganz fest an mich, bis die Wolken weiterziehen. Kannst du sie hören? Spürst du, wie der Regen zu ihr gehört? La 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 la.
Come running, yeah, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call. If the sky above you grows dark and full of clouds, and the road blows wind begins to blow, keep your hand together and call my name out loud, yeah. Soon you hear me knocking at your door. So cold, and I hurt you, yes, I desert you. But take your soul if you let them go. But don't you let them, you just call out my name, and you know wherever I am, I come. Summer or fall, oh baby, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend, you've got a friend, ain't it good to know? You've got a friend, ain't it good to know? Ain't it good to know? Ain't it good to know? You've got a
Mein Atem bleibt mal wieder stehen, weil ich immer noch nicht verstehe, in was für einer Welt wir doch leben. Mein Atem bleibt stehen, weil ich immer noch nicht verstehe, wie Rassismus über uns herrscht. Weiße Hautfarbe, Akzeptanz, privilegiert aufwachsen. Das wurde mir hinterhergeschmissen. Doch wie kann es sein, dass es nur an einer Farbe liegt? Ich habe gelernt, dass Rassismus immer ein Teil dieser Menschheit bleibt. Doch das will ich nicht. Ich, du, ihr oder am besten gesagt wir. Wir müssen zweimal, dreimal, hundertmal drüber nachdenken, was wir tun und was wir sagen. Denn Rassismus ist in unserer Luft und wir atmen sie ein. Rassismus muss aufhören. Rassismus fängt schon früh an. Wie hießen die Spiele, die wir im Kindergarten spielten? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Schwarzer Peter. Rassismus ist ein Teil dieser Kultur, doch wir müssen das endlich stoppen. Was in Amerika gerade passiert, ist immer noch kein Einzelfall. Wir weißen Menschen werden nie verstehen können, wie es sich anfühlen muss. Wir werden niemals verstehen, wie es sich anfühlen muss, ausgeschlossen zu werden. Wir werden nie verstehen können, wie es ist, keine Stimme zu haben. Doch wir weißen Menschen können dagegen steuern. Wir müssen uns Tag zu Tag mit dem Thema beschäftigen und dagegen steuern. Wir müssen alle dreimal überlegen, was wir tun und was wir sagen. Denn vielleicht hast du mal etwas Rassistisches gesagt, wo du gar nicht wusstest, dass es rassistisch ist. Ein Ach, war doch nur Spaßwitz muss aufhören. Mein Atem bleibt stehen und eine Träne fließt über meine rote Wange. Denn ich will, dass es endlich aufhört und wir aus unserer Vergangenheit mal lernen. Rassismus ist aber nicht das Einzige, was mein Atem stehen lässt. Mein Atem bleibt stehen und ich bin wütend. Ich bin wütend, ich bin machtlos, ich bin wütend darüber, dass ich so machtlos bin. Ich bin machtlos über das Leben, ich bin machtlos über jegliche Entscheidung, Entscheidung, die niemand verstehen kann, Entscheidung, die niemand hervorsehen kann. Es wird immer gesagt, Karma kommt zurück. Karma wird sich an die Bösen rechnen. Das wurde mir gesagt, Tag zu Tag. An den Tagen, als ich am Boden war, an den Tagen, wo ich die Welt nicht mehr verstand, wurde mir gesagt, Karma kommt zurück. Karma wird sich an die Bösen rechnen. Mir wurde es versprochen, aber ich gebe einen Scheiß auf Karma, weil Karma nicht so funktioniert, wie wir denken. Und nun muss ich mir eine andere Erklärung suchen, um das Leben irgendwie ertragbar zu machen, denn Karma tut gar nichts. Wisst ihr? Ich brauche für die schlimmen Entscheidungen, die getroffen werden, eine Erklärung. Eine Erklärung, die mir meinen Frieden schenken soll. Der Tod schenkt uns dennoch keinen Frieden. Doch um damit abzuschließen, suche ich eine Erklärung. Erklärung, die mir erklären soll, warum ein Menschenleben endet, ohne dass ich es aufhalten kann. Mama war krank. Mama hat jahrelang gelitten. Ich kann damit abschließen, wenn ich weiß, dass die Person nicht mehr Schmerzen ertragen muss. Ich kann damit abschließen, denn ich weiß, dass die Person erleichtert sein wird. Ich kann damit abschließen, wenn der Tod die Erlösung ist. Sie ist befreit vom Leid. So finde ich irgendwie schon meinen Frieden. So habe ich meine Erklärung, die ich brauche. Doch ich kann keinen Frieden finden, wenn ich keine Erklärung habe. Ich kann doch nicht damit abschließen, wenn ich weiß, dass der Tod nicht die Erlösung ist. Du bist von uns gegangen, ohne etwas zu sagen. Du bist von uns gegangen, ohne dass wir es erwartet haben. Du bist von uns gegangen und wir konnten es nicht ertragen. Nicht ertragen, dass du gingst, obwohl wir nichts wussten. Wir haben doch noch ein paar Tage vorher alle zusammengesessen. Papa hat verdammt noch mal ein paar Stunden vorher mit dir telefoniert. Mann, er wollte sich treffen an den Tag, als du gingst. Doch dann hat Papa zwei Stunden, bevor er sich mit dir treffen wollte, den Anruf bekommen und er konnte es nicht fassen, wie wir alle. Papa, es tut mir leid, dass ich so machtlos bin. Ich bin machtlos über das Leben und ich bin machtlos darüber, dass du mal wieder einen geliebten Menschen verloren hast. Es ist nicht fair, ich weiß das, Papa. Du bist einfach zu gut für diese Welt. Ich will dir helfen, doch ich kann es nicht, denn Papa, ich bin verdammt nochmal machtlos über dieses Leben und über jegliche Entscheidungen. Karma sollte doch anders funktionieren. Karma sollte endlich mal richtig funktionieren. Aber was bedeutet denn schon richtig? Es kann nicht richtig funktionieren, denn Karma existiert überhaupt nicht. Und deshalb brauche ich meine eigene Erklärung, warum das Leben nun mal so ist, wie es ist. Warum das Leben so unfair ist. Doch manchmal, ja manchmal musst du fest daran glauben, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Ich selbst muss mir das immer wieder einreden. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Alles, was hier auf dieser dunklen Welt passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Auch wenn wir den Grund nicht wissen und ihn auch nie erfahren werden. Alles passiert aus einem bestimmten Grund, auch wenn wir ihn nie verstehen werden. Das muss ich mir immer wieder einreden, um das Leben irgendwie ertragbar zu machen. Und genau heute wolltest du uns sehen und vor einer Woche hielt ich es noch für selbstverständlich. Doch jetzt weiß ich, dass nichts selbstverständlich ist. Es kann in Sekunden vorbei sein, ohne dass du es bemerkst, ohne dass du deiner geliebten Person noch sagen kannst, dass du sie liebst. Also hör mir jetzt gut zu und merk dir meine Worte.
Wir wissen alle, dass es menschlich ist, sich zu streiten. Und deshalb wissen wir auch alle, dass wir es nicht ändern können. Doch gib dir vielleicht ein bisschen Mühe und geh nicht mit einem Streit auseinander, denn du weißt nie, was hinter dieser Tür passiert. Und später kannst du nie wieder der Person sagen, wie leid es dir tut. Also, wenn du dich streitest und die Person geht, sag ihr wenigstens, wie lieb du sie hast. Vertrau mir, du weißt nicht, was hinter dieser Tür geschieht. Und die Moral von meinen Worten hier ist, dass das Leben irgendwie doch kostbar ist. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, haben wir nur dieses eine Leben. Und nein, ich sage euch jetzt nicht, dass ihr jeden Tag so leben sollt, als wäre es euer letzter, weil wir wissen alle, dass das Leben nun mal nicht so funktioniert. Aber was ich weiß, was du tun kannst, ist, dass du jeden einzelnen Moment genießen solltest, auch wenn es vielleicht nicht der schönste ist. Doch es kann auch dein letzter Moment sein. Und dann, glaub mir, dann vermisst du auch die nicht so schönen Momente. Also merk dir eins, genieße einfach mal das Leben mit deinen Liebsten, denn eines Tages wird sich auch deine Tür schließen müssen. Smile to mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, I'm no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, I don't know what hit me. That I'll be alright. I had time to water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all. And all your edges, all your perfect imperfections, in your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, cause I give you all. I'm out of my mind. 'Cause
Ich glaube, mit der Zeit kann man mit den Dingen abschließen, wie sie sind und sie hinter sich lassen. Man hat die Veränderungen langsam akzeptiert und das macht alles direkt so viel leichter. Ich habe mir Ziele gesetzt, wie versprochen. Und das hat mich doch krasser motiviert als erwartet. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Zukunftsplan. Und daran kann ich jetzt arbeiten. Das hat irgendwie was Hoffnungsvolles. Jetzt, wo diese Gedanken im Raum stehen, denkt man gar nicht so an gestern. Das ist jetzt egal geworden, weil man sich etwas aufgebaut hat, an dem man festhalten kann. Man fällt nicht einfach irgendwo den Hang runter und ist unter Dunkelheit verschüttet, wenn man ein Licht gefunden hat, wenn man versucht hat, glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und andere zu motivieren, damit genauso anzufangen, fühlt sich toll an. Mit neuen Situationen lernt man letzten Endes umzugehen. Man wächst daran und wird stärker.
einfach stur. Hab ich alles und nichts, was bis zum Morgen reicht? Oder bin ich längst tot und es ist nur das Echo, das hier verstreicht? Trag meine sieben Sachen eng umschlungen um meiner Brust, um sie nicht zu verlieren im Sturm, wer da kommt aus Wut, Hass und Eifersucht. Bau meinen eigenen Palast aus freien Stücken ab, um der Erste zu sein, das Licht sieht, wenn ein neuer Tag erwacht. Denn am Ende des Tages kommt es nur darauf an, dass du dich selbst im Spiegel ansehen kannst.